Hi, na, wie geht's euch so? Ja, bei Breath of the Wild geht's heute weiter. In der letzten Folge haben wir unseren guten Freund Darik erlöst. Und sein Titan ist jetzt bereit, uns im letzten Kampf zu unterstützen. Das letzte Mal war es ein bisschen lang, also die Folge meine ich. Und das heißt, dass wir heute, ja, so einfach weitergehen. Das in der Hoppitzer Länge. Wir wollen jetzt in die Wüste ziehen, Leute. Wir müssen noch einmal kurz zum Chef gehen. Der Chef möchte sicher noch mit uns reden. Oh. Oh, hallo. Dank, dass du Rudania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rudania gemacht hast, aber es sieht aus, als hätte er sich beruhigt. Eben habe ich oben auf Rudania den großen Daruk stehen sehen. Wahrscheinlich habt ihr es nur eingebildet, oder? Aber wie dem auch sei, das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Link, klär ihn doch einfach auf. Ah, da fällt mir ein. Als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, wie soll ich zu ihm bringen? Das war ein Befehl vom Chef, also gibt es keine Diskussion. Komm mit. Klar, was der Chef sagt, dann bin ich ganz Ohr. Der Chef wartet bereits auf mich. Nicht du. Was der Chef wohl will, sprich am besten mal mit. Oh, hallo. Yonobu hat mir alles erzählt. Der Hylianer, der Rudania besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben. Und das, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rudania vorknüpfen wollte. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich Rückenschmerzen nur simuliert. Und Yonobu hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir lieber mal das hier an. Waru, Dania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder das Erz suchen. Ach ja, ich muss dir auch noch danken. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit müsstest du noch was anfangen können. Da ist gerade eine Ich hoffe, es hört man gerade nicht. Moment. Da ist gerade eine kleine Kasse, die mich anmault die ganze Zeit. Außer natürlich, du als Hylianer weißt das sicher schon. Damals vor 100 Jahren hatte der hylianische Recke ein Schwert. Das heilige Bandschwert, das ich gerade auf dem Rücken trage. Du hast ja ein mächtig scharfes Schwert. Du siehst aus wie der hylianische Recke, der an Daruks Seite gegen die Verheerung gekämpft hat. Titan, Varudania. Die Statue ist schon immer da? Wo ist denn die Krone? So, dann gucken wir mal, was wir hier so schönes haben tun. Also ganz präsent auf seinem Thron. Moment, erstmal kontrollieren wir natürlich nicht die Karte, wir kontrollieren die Taschen. Denn ihr wisst ja, du hast keinen Platz mehr an den Taschen. Nichts kriegst du hier. Wir werfen die Fackel weg natürlich. Ging auch sofort Feuer, das Ding. Der Bergspalter 60. Die Waffe des Recken Daruk ist eins der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Hylianer dagegen können es kaum heben. Ein Gesäck. Wo kommt dieses Glitzergeräusch? Hört man das? Also ich höre es. Ja, ich gehe mal. Großartigst. Brötchen auf die Hand. Okay. So, Leute, wir müssen dann zum letzten Titanen. Bevor wir nach Schloss Hyrule gehen, nach dem Titan, werde ich aber noch losziehen, alle Erinnerungen an Zelda sammeln. Ne? Wir haben vor zwei Folgen, glaube ich, die eine Erinnerung gefunden. Nachdem, wo Link gegen eine hohe Monster kämpfte und Zelda ihn verarztet hatte. So.
Ich habe es soweit aufgedeckt, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe keine Quest gemacht und so. Ich habe nur die Schreine geholt. Hätte ich vielleicht vorher auch machen sollen hier. Dann hätten wir die ganze Sucherei letztens nicht gehabt. Okay, wir gehen zu einem Ort, den wir bereits kennen. Wir kürzen das Ganze also ein bisschen ab, ja. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg hier durch reiten tun. So, inneres Hyrule haben wir hier. Wir gehen gleich zu dem Stall hier. Nein, da waren wir offiziell noch nicht. Wo ist denn Kakariko? Da, wir gehen zu diesem Stall. Der Wago-Kata-Schrein. Ich will transportieren. Da sind wir also wieder. Weit entfernt vom Geschehen. Da ist Varudania. Er zielt wartend, genau wie Varuta war Medano auf Schloss Hyrule und ist bereit. Harry, bist du auch bereit? Kommt sie alle zu mir, okay. Ihr Besuch ehrt mich. Wow! Sie haben ein Schwertkäfer. Ich habe einen massenhaft Schwertkäfer tatsächlich. Während sie gewillt, sich von ihm zu trennen. Boah. Wildreis, ja, okay. Nimm. Muss schon mal. Ich freue mir einen Ast ab. Also. Was darf es denn sein? Ich möchte was kaufen. Ich möchte immer Pfeile haben. Das stimmt. Es mag aufgefallen sein, dass ich gerade lauter spreche als sonst und wir einmal Tag haben. Das liegt daran, weil ich mal kurz am Tag aufnehmen kann. Meine Frau und Baby sind ausgeflogen gerade. Ich habe gerade eine Stunde frei. Kann ich Ihnen noch wieder zu Diensten sein? Lass mal gut sein, Terry. Ich hoffe, Sie bald wieder grüßen zu können. Ja, das wirst du. Das ist unser Freund der Maler. Mit ihm werden wir uns viel unterhalten, wenn es darum geht, Erinnerungen einzusammeln. Aber das machen wir erst, nachdem wir den nächsten Titan haben, du. So, unser Weg führt uns hier entlang. Der Zeitenwald. Stallruine am Tor. Okay. Wir rufen dann mal unseren guten Zossen, Epona, zu uns. Ja. Willkommen, willkommen. Was darf sein? Möchten Pferdchen? Welches Pferdchen möchtest du? Bist du Klausi? Er war schön, er war nett. Er mochte uns ein bisschen. Fand es sympathisch. Und wir haben Epona. Er liebt uns. Hm? Ich lasse Epona zu dir bringen, nachdem wir ihn gesucht haben. Wir haben ein weitreichendes Netzwerk dafür. Ich hab den Gaul. Tut mir leid, dass du warten musstest. Oh. Unsere Satelliten konnten ihn nicht sofort entdecken. Genieß einfach die Aussicht hier. Wie schön, dass du alles ist. Hey. Schöner Zossen. So, da die Minimap-Card nicht immer genau sagt, wo ich hin soll. So, nächste. Dreht sich immer mit in Blickrichtung. Es geht da lang. Wir genießen das erstmal ein bisschen. Vogel. Man kann die umreiten, habe ich gemerkt. Jetzt muss ich, glaube ich, da entlang. Wir müssen da am Hof vorbei. Hier denke ich gleich links. Ich glaube, ich kann zwar welche Dinge hier ausweichen. Ich glaube, ich kann durch den Wald hier. Übrigens, wenn wir Erinnerungen finden, nehmen wir natürlich gleich mit, ne? Ist klar. Wenn es keiner, der sagt, oh, muss man es aufheben. Denn wir haben noch keine Zeit. Ich weiß nicht, ob sich das Let's Play mit dem vom Tears of the Kingdom überschneiden wird, ob ich das hinterher machen kann. Ich bin Schichtarbeiter, bin Vater eines Babys, ich kann es nicht sagen. So, Karte. Wir müssen weiter da. Ja.
Der Straße folgen. Das ist Geschichte. Habt Spaß, habt Spaß. Ich denke, sie wussten, worauf sie sich einlassen und haben sich da natürlich durch intensives wochenlanges Training darauf vorbereitet. Keine Panik, denen geht's gut. Ja, bewundert ruhig den Schönen hier. Sie möchte, glaube ich, allein sein. Was macht denn das Schwert da oben auf der Karte? Ah, ich dachte, da war ein Ivarok oder so. So, beim nächsten... der nächsten Gelegenheit gehen wir dann links. Aber es ist eine Brücke, ich denke mal, wir leben da gefährlich. Wir müssen eventuell... kämpfen. Wir müssen da wahrscheinlich kämpfen. Darum reiten wir jetzt hier entspannt durch die Gegend. Es ist so abwechslungsreich. Bin gespannt, was die alles technisch schon so verbessert haben später. Hier oben ist der Stall. Da rechts entlang. Da möchten wir nicht hin. Wir wollen in die Wüste geschickt werden. Denn wir haben eins Aufgabe. Und die sagt, dass wir uns mit beeilen müssen. Wie viele Tage ist es her, seitdem Zelda uns gesagt hat, dass sie unsere Hilfe braucht? Nachdem wir sie bereits 100 Jahre haben warten lassen? War noch nie. Okay. Okay, Konzentration. Unser Pferdchen ist nicht einfach zu steuern. Hinox. Keine Sorge vor dem Dicken. Den markiere ich mir aber mal. Gut, wir sind über die Brücke. Das sollte schon das Schlimmste gewesen sein. Wir reichen einfach vorbei. Ja, wisch. Meine Güte. Und was für ein... was für ein ganz gemeiner Wicht. Nein. Bin zu schnell gewesen und da ist irgendwas im Felsen. Bremsen. Ah. Du bist ein feines Tierchen. Mann. So, wir müssen erstmal alle springen. Verbirgt sich. Noch mehr zum Sprengen. Naja, noch nicht. Nein, das hilft wahrscheinlich nicht. Nehmen das. Und wir nehmen was Großes. Wir nehmen das hier. Bevor das Ding auf den Kopf fliegt. Hier war ja mal nichts. Alles klar, hinter irgendeinem von den Dingern wird wahrscheinlich was sein. Nur wo? Hier. Ja, eine Truhe, aber sie wurde gleich wieder verschüttet. Oh, Blutmond. Ein Topas. Die sind gut. Ich habe doch wohl nicht gerade einen antiken Pfeil abgeschossen. Ich bin unfröstlich.
Blutmond. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Link, kauf dir den Hut. Ich brauche mehr antike Pfeile. Komm, guck mal, Link. Ganz normale Pfeile. Die hätten es aber auch getan. So, wir haben das uns angesehen. Wir ignorieren mal alle Viecher. Und versuchen einfach mal den Weg entlang zu reiten. In einem entspannten Galopp. Hier, das sind die Steinbrüche, in denen die Titanen und Wächter entdeckt wurden. Die waren hier quasi schon versteinert. Haben wir in Folge 2 oder 3 gesehen, von dem König gesprochen. Der Weihnachtsmann. Der sucht irgendwas, der braucht mich nicht. Das ist wahrscheinlich welche von diesen Jäger. Was ist das denn? Ich muss mir alles ansehen. Schlafende Monster. Schlaf mal. Und wir reiten währenddessen hier durch. Felsstürze, Vorsicht. Lass dich erschrecken, Epona, alles gut. Kennt ihr noch nicht. Diese Dame ist die, ich dachte, es wäre die, die glaubt, wo sie kochen zu können. Hat nur mal Mist baut. Wo gibt es gute Pferde? Ich kann es dir nicht sagen. Worüber kannst du dich beklagen? Was ist das? Ein Bündel Holz. Ich nehme dir alles weg. Ich habe da ein Recht darauf als, hätte nicht gedacht, hier jemanden zu treffen. Vielleicht ist mir das Glück ja zur Abwechslung mal hold. Ich bin ein Reisender wie du. Monster haben mich angegriffen. Dabei ist mein Partner, das soll heißen, mein Pferd durchgegangen. Seitdem sitze ich hier fest. Hätte ich nur ein Pferd, dann könnte ich weiterreisen, Joa. Ein Pferd, bitte! Pferdehandel. Also, willst du mir das Pferd für 300 Rubine überlassen? Vergiss es. Ach so. Klar, verstehe ich, der ganze Aufwand mit Fangen und so. Aber wenn du mal ein Pferd verkaufen möchtest, denk bitte an mich, ich würde auch ein wildes Pferd nehmen. Musst du wohl. Als ob ich Epona weggebe. Das ist falscher Gedanke. Weil ich schon nämlich sausen kann. Sind das keine Steine oder sind das keine Ivarocks? Spannende Gegend, ne? Kann auch überall rauf. Hätte ich früher die Zeit gehabt, dieses Let's Play anzufangen, auch wenn keiner guckt. Ich hätte es einfach gespielt. Ich hätte es komplett 100% gespielt, hätte ich, wie gesagt, die Zeit dafür gehabt. Weil es ist halt einfach eins der großartigsten Spiele. Okay, wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Schätze ich mal. Niemand, der hier schmeißt, habe ich gesagt. Für nur ein Opal. Ey, die hau ich gegen die Kniescheibe. Ey. Ich wollte gerade ziehen. Vielleicht mit der eigenen. Eigene Arme schlagen. Das ist ein Schicksal. Weg damit. Und fort.
So, gib mir deine Rohstoffe. Ein Soldatenbuch. So, dann tun wir mal aufräumen, tun. Brauch was Keulenartiges. Nehmen wir den. Ist der nur so zu Show? Oder andere Farbe? Oder ist da was drunter? Jetzt nur der Abwechslungshalber. War ja in der Höhle eben genauso. Das reicht uns. Fort. Ach, mein Pfeil. Nein, nicht mein Pfeil. Teil des Gegners. Aber alles hier kostet Geld. Punkt. Alles hier kostet Geld. Das heißt, wir nehmen natürlich auch mit. Langsam. Genau. Das ist eine große, große Schlucht. Wir haben alles, was man in der Wüste braucht, denke ich. Sind gegen die Hitze gewappnet, gegen die nächtliche Kälte, die die Wüste vorher stimmt, wir gewappnet. Na, einfach mal loslegen, ne? Ein Esel! Denke ich erstmal was. Cool. Rodonit. Ich würde gerne die Wüste durchqueren, aber Esel und Pferde kommen mit dem Sand nicht gut zurecht. Deshalb handle ich jetzt eben hier. Bei mir gibt es knackig frische Insekten, nur keine Zurückhaltung. Anschauen, kostet nichts, versprochen. Oh. Krabbelzeug, ganz frisch. Blutlibellen, Frostlibellen. Achso, ja, aus denen kann man halt Medizin machen gegen Hitze und Kälte, ne? Wie ich sagte, wir haben die passende Ausrüstung dafür. Brauchen wir nicht. Wird sowas? Verkaufen. Hm? Dann sortieren wir. Die Reihentasche ist sortiert. Wie viele... Braucht ihr auch für irgendwas? Da habe ich von den Drachen abgeschossen, aus Versehen. Ich möchte Edelsteine verkaufen. Ein Rosinit. Alle. Okay. Hab immer Geld. Auch im wahren Leben hab Geld. Danke. Ein Bernstein nehme ich. Alle. Wenn ich wieder Erze haben will, beam ich mich zum Todesberg und hol mir da einfach neu. Na gut. Ich habe übrigens auch aus Versehen, natürlich nur, als ich nach Schreinen gesucht habe, noch eine weitere Fee gefunden. Ich konnte aber... sie nicht, nicht beikaufen. Ich konnte ihr keine Rubine geben, denn sie wollte 10.000. Guten Tag noch. Du willst. Ciao und bye bye. Momentus. Epona bekommt man übrigens hierher. Von diesem Super Smash Bros. Link. Ohne Meldung? Zelda am Jugend geht, das wäre der Super Smash Bros. Zelda Link. Zelda. Ja, Zelda von Super Smash Bros. Der Amiibo davon. Ein Leuchtstein. Danke. Sehr großzügig. Jetzt geht es. Ich glaube, er wollte mir immer irgendwas geben, was ich schon hatte. Deswegen hat er immer Bip-Bip gemacht. Man kann vom Super Smash Bros. Link
die Rüstung aus Twilight Princess bekommen. Und Impona als besondere Sachen. Ansonsten halt so Damen-Sachen, wie es der Link drauf ist. Die Schattenmütze. Twilight-Sachen. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das Hemd. Hose habe ich auch. Komm mit, mein Freund. Gibt es euch jemanden, der die ganze Kiste einsammelt und verkauft? Kann sicher gut richtig Geld machen damit. So, verlieren wir mal nicht weiter Zeit. Und reiten ein bisschen. Aber da wir nicht... Genau, wir können, sagt er, nicht reiten da oben, ne? Ah, da oben nochmal welche. Es gibt so viele Details zu entdecken hier. Oh, guck mal. Der Hall. Den kenne ich aber schon. Ist der ein Terry, dem ich was abkaufen kann? Es wurden keine Terrys gesichtet. Dann geht's mal weiter. Das Tor zur Wüste. Da hinten ist ein Sandsturm. Schatztruhe. Savotta. Bist du vielleicht auf der Suche nach dem Schatzsucher, um sie, um den sich die Legenden ranken? Du hast sie soeben gefunden. Ich bin... Kaldisa. Und in meiner 20 Jahre währenden Laufbahn ist es kaum einem Schatz je gelungen, mir zu entrinnen. Na dann. Die Z und so, hast du gut gemacht. Hier ist eine Holzrampe. Kannst du runterschreiten, mein schreitendes Schreitross. Nein? Okay. Wir werden dich ordnungsgemäß abgeben. Blinkt. Geh mal zum Stall. Das reicht niemals. Hast du recht. Komm wieder her, Epona. Ich möchte doch bloß ordnungsgemäß abgeben. Hier aufpasst du zu. Ich will auch jeden Stein unten nachschätzen. So. Nein. 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 Ja, Bruder, du bist damit aufgehoben, ne? Leute kümmern sich schon um dich. Okay, wir haben eine Aufgabe, Leute. Wir müssen jetzt einmal kurz in die Wüste geschickt werden. Beziehungsweise wir wurden vom Schicksal in die Wüste geschickt. Oh, warte mal, der Stein. Ein Feuerstein. Okay. Haben wir noch nicht haben. Das liegt darin, laufen kann, ne? So, die weite, weite Welt. Gerudo-Wüste. Wir gucken uns mal um und folgen währenddessen diesem auf der Karte eingezeichneten Weg. Wir gehen direkt dorthin, wo der Weg hinführt. Guck mal, meine Hitzeschutzausrüstung hat wirklich angesagt da unten. Verliere ich gerade Energie? Was ist der Rüstung? Ja! Hä? Unerwartet. Ja, das ist wahrscheinlich Brandschutz, aber kein Hitzeschutz oder sowas. Na, in dem Fall müssen wir das anders machen.
Ich habe jetzt massenhaft Brandschutzmedizin. Brauchen diese Rüstung ja nicht, ne? Dann ziehen wir sie erstmal aus. Nehmen unsere super coole Ninja-Rüstung wieder. Kann ich mal ein bisschen laufen? Ja. Ich werde nicht gleich sterben. Oder vielleicht doch? Fürs Kamel. Der Verdammnis. Ist schon doch beeindruckend. Hallo, gute Frau. Haben Sie Abkühlung? Keine besonderen Vorfälle. Darf ich mir von Ihrer besonderen Lanze ein Bild machen? Mit Ihnen. Vielen Dank. Savak. Savak. Das hier ist der Wüstenbar, so etwas wie eine Rastplatz auf dem Weg nach Gerudo-Stadt. Als Reisender sollst du dich hier erst einmal gut ausruhen. Da du ein Voi bist, wirst du die Stadt aber sowieso nicht betreten dürfen. Dazu kommt, dass in dem Moment dieser Titan dort wütet. Ich würde dir davon abraten, dich der Stadt zu nähern. Gerudo-Stadt? Gerudo-Stadt im Südwesten von hier ist die größte Stadt in der Gegend. Es ist ein bedeutender Umschlagplatz für Waren aller Art. Und auch das Vergnügungsviertel ist berüchtigt. Die Gesetze der Gerudo verbieten es jedoch, dass Voi, also Männer, die Stadt betreten. Sexismus! Hast du nicht vom Titanenwahn Naboris gehört? Anscheinend wurde er früher als Schutzgottheit der Gerudo verehrt. Vor einer Weile ist er plötzlich wieder aufgetaucht und wütet seitdem herum. Was man auch versucht, der Titan ist von einem Sandsturm und Blitzen umgeben, sodass ihn niemand erreichen kann. Wir müssen nur hoffen, dass er Gerudo-Stadt und diesem Gebiet hier nicht zu nahe kommt. Deshalb behalte ich ihn von dem Posten hier im Blick. Was willst du machen, wenn er kommt? Sperr gegenschmeißen? Danke. Oh? Du brauchst mir noch nicht zu danken. Immerhin ist das meine Arbeit. Denk jedenfalls daran, dass die Wüste tagsüber heiß und nachts eiskalt ist. Das geht einem sehr schnell an die Substanz. Wenn du raus in die Wüste willst, dann bereite auf jeden Fall gut vor. Dankeschön. Bist du es, Terry? Diese unwahrscheinlich heiße Hitze. Oh, danke für... Ich bin's wieder, genau. Wow. Sehe, Sie haben einen Schwertkäfer. Ich liebe Schwertkäfer. Natürlich gebe ich ihm wieder mal Kraftwildreis. Auch kleine Heilung ist wertvoll, wenn man nicht die Groß verschwenden möchte. Was hast du denn? Er hat Frostlibellen dabei. Ich nehme da wieder mal all deine Pfeile ab, wie immer. Frostibellen hast du. Wow! Ja, ja. Ich weiß nicht genau, obwohl aus den Sachen bestehen, deswegen nehme ich erstmal alles mit. Ich muss experimentieren. Ich weiß auch nicht, wie viel ich davon habe, aber es ist sehr wichtig. Ah, schön, Sie werden die begrüßen zu dürfen, zu tun. Ah, okay. Ist da was drin? Ja, natürlich. Hallo. Ich warte darauf, dass Sandsturm aufzieht. Willst du mitmachen? Sandsturm? Sandstürme sind in der Wüste eine große Gefahr. Wenn man da hineingerät, kann man sich leicht verirren. Ach ja, eigentlich wollte ich ja mal zu diesem riesigen Turm gehen. Jetzt, wo der Sturm sich rar macht, könnte ich das vielleicht nicht tun. Radon ist der Name.
Ich habe gehofft, dass irgendwelche Früchte dranhängen können. Was soll ich nur tun? Gute Frage. Ich muss ein neues Bild machen. Jeder Hund ist der beste Hund, deswegen muss ich immer ein neues Bild machen. Er liebt das. Oh, hi. Warte mal. Er benötigt Dinge, das weiß ich. Behaupte ich. Hier, Edelwild für dich. Hinlegen? Okay. Ja. Mach dir ran, mein Freund. Mehr habe ich nicht. Ah, da liegt ein Stein. Da liegt wohl eine Frucht oder so. So, kommen wir da ran. Kommst du dir am besten hin? Na, wie wohl? Linky Binky? Du kannst doch die Kraft der Magie. Oder magische Technik? Wie soll man das nennen? Hättest du einfach von da rausholen können, aber egal. Silberner Rubin. Lästig. Nur meckern die Alte. Ah, wie sieht's aus? Der Sandstaub ist angeblich jeden Tag mehrere Stunden lang. Sollen angeblich jeden Tag mehrere Stunden abflauen. Aber bisher merke ich nichts davon. In den Tiefen des Sturms sollen sich die Schätze einer vergangenen Zivilisation verstecken. Jetzt mal, die werden wir bald kennenlernen. Deswegen stehe ich hier und warte, dass der Sturm nachlässt, damit ich mich in der Suche machen kann. Vielleicht bin ich mit einer Fehlinformation aufgesessen. Verschwinde, Sandsturm. Ist der Sandsturm etwa abgeflaut? Ich habe ihn so lange zugesehen, warum ist er denn jetzt weg? Ist der große Abenteuer zu Ende? Ja. Ach, und wer bist du eigentlich? Gern gemacht. Toll, Quest ohne Belohnungen. Das war, als ich den Schrein erreicht hatte, da drin. Weg ist die Truhe. Basak! Frisch gejagt. Cool. Diese unglaubliche bekloppte Hitze. Die haben noch nicht geredet, ne? Ja, verkaufende Sachen, deswegen waren die egal. Was soll ich nur tun? Oh, guten Tag. Kennen wir uns nicht? Oder doch nicht? Ich bin aus dem Dorf der Uni hergekommen. Da war ich. Ach ja, das ist ja schön kühl, oder? Einerseits bin ich froh, dass ich aus dem Dorf der Uni zum Geld verdienen hierher gekommen bin, aber um den Mittag herum ist die Hitze echt unerträglich. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Auch wenn sie mich nicht reinlassen, von außen würde ich mich statt schon gerne mal ansehen. Ich habe gehört, dass Insekten mit Kühlungseffekten und Monstermaterial kann man ein Mittel gegen Hitze machen. Da muss doch jemand bin, der sowas verkauft. Ja, dann willst du das nicht selbst machen. Ich soll ihm was mixen. Ein Mittel gegen die Kälte. Und da gucken wir auch nochmal rein. Was bist du denn? Der sieht ja schon sneaker aus, ne? Gerudo-Messe. Der durch, der. Cool. Meins?
Guten Tag. Wir werden alle Arten von Pfeilen verkauft. Auch gerade keine? Wir kochen uns mal was gegen die Hitze. Eine Holzkelle. Okay, ich denke, wir versuchen es mal mit Fleischglöckchen, Schwertgras, Zitterkraut, Frostkraut. Monstera-Materialien. Oh, Blindhauer einfach nur. Vielleicht bringt es ja was. Dubiose Matsche. War wohl nicht so gut. Okay. Wir brauchen vielleicht das richtige Rezept. Das können wir sicher auch irgendwie bekommen. Wie gesagt, du musst experimentieren. Ich habe keine Ahnung, was die guten Sachen sind. 1, 2. Nehmen wir halt mal 3. Und, Moblinhorn? Gorentum. Das war gut. So gut nämlich, dass ich gar nicht weggeben möchte. Können wir irgendwas Schwaches machen und dem Vogel geben? Edelgeflügel. Oh, ich habe ein paar davon. 1, 2, 3. Und nochmal ein Moblinhorn. Machen wir es. Yes. Genauso gut. Okay, geben wir dem Vogel mal was davon. Ja. Wasser, hier, die Medizin. Zu nehmen. Vielen Dank, jetzt kann ich die Wüste überqueren, solange es noch hell ist. In diesem Austausch wohl ein Beziehen. In der Sprache der Grodo sagt man, sag, sag, um sich zu bedanken. Sag, sag. Aber keiner von uns ist Grodo. Mittel gegen die Hitze, dafür mache ich mir halt noch mehr. Es ist jetzt halt auch nicht so viel. Frostlibellen. 1, 2, 3. Und nochmal ein Moblinhorn. Fertig. Gut. Ostmelonen. Also wirklich eine alte Frau wie ein Arbeitstier zu behandeln. Oh, was sagt? Ich habe mindestens so viele Frostmelonen im Angebot wie die Läden in Grudostadt. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, du wirst suchen, was du findest. Auch von mir. Wir sehen. Kannst du nicht weggehen. Ups, sonst. Hi. Wer bist du denn? Ein Kaufmann. Genau wie ich und meine Gruppe. Aber das heißt, hängst du fest wie wir hier jetzt? Warum? Wir wollten nach Gerudestadt, um dort Handel zu treiben, aber anscheinend dürfen nur Frauen in die Stadt. Ah, der ganze Weg umsonst. Unser Anführer ist schon vor Gerudestadt und versucht, einen Weg in die Stadt zu finden. Aber wenn er Erfolg gehabt hätte, wäre er sicher schon wieder hier. Laufen wir nach Gerudestadt, nachdem wir diese Medizin genommen haben. Hitzeschutz? Hitzeschutz. Die spezielle Wüstevögel. Nein. Ich denke nicht. Ganz normale Geier, wie sie im Buche stehen. Schon gesehen, mein Freund.
Ein Elektro-Exalfos. Das ist besser, ja. Bleib mal, wo du bist. Was ist das denn? Was ist das? Hallo? Aha. Guck mal einer schau. Und? Sei doch nicht so. wir wollten zur Stadt, ne? Richtig. Ein Wühlspatz. Dem Namen nach bauen sie sich Erdhöhlen. So, wieder was für die Zelda-Lore. Land geholt. Okay. Ja, ich war bereits bei Stadt, aber wir sind noch nicht. Ich habe nichts gemacht, ne? Ich habe nur Schreine gesucht, um uns stärker zu machen. Damit wir einfach vorankommen. Ihr wollt sehen, wie ich 10.000 Mal sterben. Ey, du, hab ich kaputt? Ja! Hast du diese riesige Kreatur gesehen? Diese Wüste ist wahrscheinlich kein Platz für friedliche Händler wie mich. Mhm. Aber ich will nichtsdestotrotz eine Gerudo kennenlernen. Das heißt also, ab durch die Wüste und rein in die Stadt. Und dann wollen wir mal Handel treiben, aber mit eins klar ist, hier gibt es Zutaten, keine Fertiggerichte. Was denn du so? Ich will deine Pfeile. Alle. Bisschen teuer, aber naja. Oh. Nein, ich will nichts verkaufen. Ja. Ah. Ich denke mal, wir werden in Tears of the Kingdom sehr viel von diesen Ruinen hier noch entdecken. Weil es halt das gleiche Hyrule ein bisschen verändert. Aus Gründen. Okay, wenn ich reinkomme, wissen wir. Deswegen werde ich es gar nicht erst versuchen. Ich werde mal gucken, ob ich diesen komischen Händler finde, der irgendwie rumhocken soll. Kann man machen. Bist du der, den ich suche? Oder willst du mich nur Schatten sonnen hier? Wer könnte der sein, den ich suche? Was ist los? Oh, ich bin neu, also kann ich vielleicht tun. Bist du am Glotzen? Aber nein! Der Kaufmann, ich bin sogar hier Anführer. Ja, wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten tun. Und deswegen. Deswegen bist du am Glotzen. Ich stelle Nachforschungen an. Nachforschungen! Ach, mir ist egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man in Gerudo-Stadt hineinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar. Dann lass mich dir meine heldenhafte Geschichte erzählen tun. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann. Dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen den Wüstenbasar Gerudo-Stadt hin und her reisen. Ich warte hier. Den kriegen wir. Bist du derjenige welche? Schade. Ich bin jetzt glatt geschnappt. Hey.
Warte kurz, warte kurz. Hey, 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 hey. Hey, Garton. Ja, das ist wohl nicht. Ich kann ja nicht drauf ansprechen. Okay, dann los. Es wird so kalt, es wird so kalt. Ich friere gerade. Es wird so kalt, es wird so kalt. Ich friere gerade. Da hilft mir nur ein Winterwams. Nein. Ich möchte die, Ich zieh mal das Ohrenje-Ding an. Jetzt wirst du erstmal vermöbelt. Kämpft der mit? Da ist jemand zum Mitkämpfen. Ich hab mich bloß gehört. Ich hab kein Schild, ne? Sollte mal ein Schild ausrüsten. Wie viel Bögen hast du eigentlich? Du machst ja keine Faxen. Ich will den Pfeil. Naja, es ist Nachtzeit, ne? Excel-Verschwanz. Gelb. Kein Pfeil? So geht das also auch. Okay. Hey. Ich wollte gerade schon sogar sagen, ist das begrenzt? Okay. Es geht auch nicht bei allen, verstehe. Wir nehmen einen Schild. Wir nehmen mal den da. Und bekommt wohl nicht endlos zurück. Starker Exfalt. Schmeiß mal den weg. Nehmen den. Mit denen klatschen wir jetzt eine. Noch ein starker Exhelfers Bogen. Den brauche ich nicht. Ja. Wo ist denn der Bazaar? Nein. Da. Ich könnte übrigens mal was schnabulieren, ne? Wildkühe, ich habe eine dubiose Pampe. Verbleiben, Link. Und das. Gut. Das hilft mir erstmal. Geh mal alles im gelben Bereich hier. Oh, ich muss auch ein Mittel finden, mich in der Wüste gut vorzubewegen. Die Wege sind ein bisschen lang. Und ich sehe auch noch keinen Typen, den ich hier irgendwie ansprechen könnte auf Ausrüstung. Ich glaube, es war vielleicht der Typ, der hier angelaufen kam, als wir Richtung Grotostück gelaufen sind. Könnte schon sein, nicht wahr? Ansonsten könnten wir nochmal gucken, was wir noch für Pfeile haben. Das ein bisschen ändern und auffrischen. Aber Auffrischungssachen mache ich eigentlich immer zwischen den Folgen, damit das LP nicht in Länge gezogen wird. Möchte ich nicht. Mag auch. Selber persönlich mag ich auch nicht. Also, was soll ich sagen, ne? So, sehen wir hier irgendwen, der hier nicht hingehört. Und wie? So. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Nächste Folge sprechen wir mit Robson an, ob er uns sagen kann, ob wir vielleicht eine Möglichkeit haben, in die Stadt zu kommen. Vielleicht kennt er ja einen. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.